So, hier sehen wir dieses wunderschöne Ladebildschirmbild für die Karte Favela frei für alle. Servus, Leute, hallo, ich bin SmartCXD und willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Und heute setzen wir uns als Ziel einen Nuke. Wow, wie abwechslungsreich. Hier noch ist das Ganze ein wenig spezieller. Erstmal synchronisiere ich das Ganze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Und zwar habe ich das neulich vor ein paar Monaten, also vor ein paar Monaten geträumt. Oder es hat mir einfach ein Abonnent gesagt, ich weiß es selber nicht mehr. Und zwar könnte man ja mal einen Nuke probieren, wo man die ganze Zeit mit einem offenen Scoreboard rumläuft. Und ich habe es eben schon in der letzten Runde probiert. Also es ist wirklich kacke, Leute. Es ist richtig kacke. Denn ich habe nach nur einer Runde only offenes Scoreboard wirklich Kopfschmerzen bekommen. Ich habe sie jetzt immer noch. Man kriegt da wirklich die ganze Zeit Kopfschmerzen, weil es einfach nur so, wenn man seinen Blick einfach nach vorne fokussiert, das ist einfach nur anstrengend für die Augen. Man muss sich ja konzentrieren, man muss die Gegner sehen und alles. Ich würde es auf jeden Fall keinem weiter empfehlen und ich will euch auch warnen, falls ihr empfindliche Augen habt, hört lieber nur zu oder guckt nicht genau nach vorne, denn es tut in den Augen auf jeden Fall weh. Darum ist das Ganze auch ein wenig anstrengender für mich. Aber ich meine, es ist gut möglich. Ich habe die starke UMP mitgenommen. Und dann noch nicht die Spaß 12, weil sich manche beschwert haben. Nein, nur die Rafika. Aber ja, was gibt es noch sonst für Nachteile? Mir ist aufgefallen, man sieht nicht die Munitionsanzeige oder halt die Granatenanzeige. Dazu kann man nicht springen, nur die Leute muten. Und ansonsten weiß ich es eigentlich noch nicht. Aber ich denke mal, mit der UMP müsste es schon möglich sein. Und jetzt haben wir jetzt. Moment. Ach kommt, Leute. Jetzt haben wir ein wenig Zeit. Dann für die ganzen ungläubigen Leute. Hört euch dieses geile Klimpern meines Controllers an. Hört ihr das? Hört ihr das? Ist das nicht geil? Ja? Ja, ich weiß, das macht euch richtig heiß, ne? Und jetzt zum Finale. Oh, ja, ne? Das findet ihr geil. Auf sowas steht ihr. Ups. Auf solche schmutzigen Sachen steht ihr. Und ich glaube, jetzt müssten alle Zweifel verschwunden sein. Alle Zweifel sind verschwunden. Ihr wisst ja, um was es geht. Das war ja nur so eine kleine Anspielung, nenne ich es mal. Au, au, das hat wehgetan. Das hat ehrlich gesagt wehgetan. Naja, 4 zu 0, 3 Kills müsste. Ist da jemand? Ist der unter mir? Wo ist der? Also man muss sich wirklich eher auf sein, ja, Gehör verlassen. Wow! Na, da ist niemand. Ein Kill, dann habe ich meinen Harrier, aber was sage ich euch da? Das könnt ihr alle selber sehen. Und zwar die ganze Zeit. Wie viele Kills hier noch fehlen oder so, aber ich kämpfe ja hier. Oder ich bin hier eigentlich eh nur die ganze Zeit an der gleichen Stelle. Und ich habe meinen Harrier, sehr schön. Den platziere ich mal hier ganz solide in die. Ach ja, ja, da hinten ist es eigentlich ganz gut. Und jetzt mal einmal. Ja, ich nenne es mal die Anfängertaktik. Und zwar. Wir liegen im Gras. Ich weiß nicht. Es war irgendein Commentator, hat gemeint, man müsste dem Harrier Applaus geben. Man müsste dem Harrier Applaus geben. So. Und jetzt auf mit dem Chopper Gunner, Leute, bevor ich hier noch weggenatzt werde. Ups. Ah, scheiße. Man sieht ja gar nicht das Fadenkreuz. Das habe ich ja ganz vergessen. Es ist ja. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass man gar nicht mal das Fadenkreuz hier sieht. Es ist ja bescheuert. Aber man sieht ja ganz genau, wie die Leute ungefähr Rage quitten. Finde ich mal eigentlich ganz interessant. Na? Aber ich glaube, das wird doch ein wenig schwieriger werden. Ja, ich habe recht. Und jetzt brauche ich noch 6, 11 Kills bis zu meiner Nuke. Das ist natürlich.
Na? Na? Wow, super. 10 Kills und na, 5 Minuten habe ich noch. Aimen kann ich nicht richtig. Na, es ist durchaus noch möglich. Es ist durchaus noch möglich, den Nuke zu schaffen. Und wenn ich doch die ganze Zeit die Gegner nicht sehe, ist es auch ein bisschen blöd. Ich kann nicht springen. Ich kann eigentlich nur auf ebenen Sachen herumlaufen. Eine bessere Waffe brauche ich auch noch. Ja, das ist eine gute Waffe. Schnell weg. Wie viel Munition in der Waffe ist, weiß ich allerdings auch nicht. Na? Wo sind die ganzen Gegner, frage ich mich. Ach Mann. Schnell hin und her gehuscht. Also, sie sind wirklich. Wo sind die Gegner? Ich habe wirklich keine Ahnung, wo die Gegner sind. Mir fallen auch gar keine Gesprächsthemen ein. Wobei, eins habe ich noch. Ich habe ja irgendwas mit Träumen gesagt. Und zwar hat mich mal ein Abonnent angeschrieben. Nichts gegen den Abonnenten. Ich habe auch. Ich werde auch keine Namen nennen, aber einer hat wirklich gemeint, er hat mal von mir geträumt. Ich habe absolut nichts dagegen, aber ich finde es ein wenig. Ja, ich finde es doch ein bisschen lustig, dass es wirklich auch sowas schon gibt. Wow, das war knapp. Dass Leute von Kommentatoren träumen, finde ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube, die Waffe. Ich wechsle mal lieber die Waffe. 6 Kills, Leute, das schaffen wir. 6 Kills ist möglich. Leute, 6 Kills ist möglich. Ist es der mit der Skylight? Ja. Das war der Typ mit der Skylight. So, Leute, ich fange jetzt immer mehr an, mich ein bisschen zu konzentrieren. Weil es auch immer knapper wird. Und es auch teilweise immer ja spannender, es wird spannender und alles Mögliche. 2 Minuten haben wir noch, wobei der einen muss nur noch ein paar Kills machen. Oh, jetzt klaut er mir den Kill. Wieso kann er nicht sterben? Wow, oh, ich habe jetzt. Ja, das war kein Cheaten. War jetzt nur ganz kurz. Ganz kurz, das war. Eine Millisekunde. Oder? Doch, das war eine Millisekunde. Egal, lass mich jetzt nicht davon groß ablenken. Ich weiß selber nicht mal, wie viel Munition ich in den Waffen habe. Ein Kill, Leute. Ein Kill. Ein Kill, Leute. Fuck, Alter. Ich hatte noch nie wirklich so Munimangel, ey. Das ist. Oh. Jesus Christ. Oh, das war wie ein innerer Orgasmus. Oh. Erleichterung. Erleichterung. Oh. Hey, da kriegt man Panik, vor allem wenn man dann noch so einen Bush-Sniper vor einem sieht. Egal, Leute, das war's. Ich glaube, es kam.
zwischen ab und zu mal eine kleine, ja, Schweigephase, aber ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Das war's auf jeden Fall. Das Commentary war, glaube ich, schon lange genug. Fast 10 Minuten wahrscheinlich, irgendwie frei für alle. Auf jeden Fall war's es. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu solchen absurden Ideen in die Kommentare schreiben. Von daher, das war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.